anfangen. Unser Ziel war ja immer, dass man auch unabhängig voneinander, aber dass man auch wieder wie so, genau, hier auch Coworking, ja, was deswegen, was ich mir so begeistert. Das stimmt. Das war unser Ursprungsgedanke. Das war unser Ursprungsgedanke, dass Coworking hier der Shit ist. The Shit? Okay. Oh mein Gott. Das wird, glaube ich, nichts mit mir. Amara, also in das Loch quasi. Oh, ich habe jetzt einfach drauf losgeredet. Wie war die Frage? Okay, ich sag's nochmal komplett, weil ich glaube, wenn ich so zwischen anfange, dann krieg ich's gar nicht auf die Reihe. Warte mal, ich muss mir überlegen, warum habe ich gegründet? Business und Money. Wirklich, ich komme mit meiner Mischung aus Hochdeutsch und Riesdeutsch und es hört sich einfach nur scheiße an. Das ist so. Das ist halt so. Das ist halt so. Das zweite Mal beim Netzwerktreffen dabei und finde es total cool. Vor allem nur Frauen. Wir können uns austauschen und man hilft sich gegenseitig und man weiß einfach, wenn man Probleme hat, an wen man sich wenden kann und wer einem helfen kann. Es war tatsächlich jetzt nicht unser erstes Netzwerktreffen, sondern schon unser zweites. Über jede einzelne Geschichte zu reden und die zu erfahren, die Hintergründe, jede Geschichte ist anders und das ist so das Spannende. Es war für uns natürlich total cool, auch mal andere Gründerinnen zu treffen, weil wir sind ja mehr so Homeoffice in Oettingen und hatten eigentlich wenig Kontakt wirklich zu so einem, ja, großen Netzwerk an so vielen coolen Leuten mit eigenen Ideen, Selbstständigen, egal was es ist, die halt ihre eigenen Ideen umgesetzt haben und das hat uns auch wahnsinnig inspiriert. Die Doku ist ja eigentlich dazu da, dass man den Gründern so wie uns eine Plattform gibt. Solche Netzwerktreffen wie hier bei der Theresa, weil das einfach so wichtig ist, vor allem, dass wir Frauen uns wirklich da mal finden und verbinden können. Mein Business oder mein Geschäft ist im Online-Bereich und da kenne ich natürlich die Leute mehr online als offline. Und das sind praktisch meine ersten Versuche, irgendwelche Networking offline zu bauen. Und da ich so viele Frauen, so viele engagierte und starke Frauen gefunden habe, am ersten Abend, bei meinem ersten Versuch, bin ich total begeistert und überzeugt, dass die Kultur, diese Gründerkultur wächst und da gibt es sehr, sehr viel Potenzial. Und sagen, okay, wir wollen dieses Netzwerk hier auch nutzen. Und das freut mich, weil das natürlich zeigt, dass das, was dieses Kultwerk hier machen soll oder was das Kultwerk bringen soll, diese Vernetzung, dieser Raum der Begegnung tatsächlich auch stattfindet. Hi, ich bin die Katja Mangold, ich bin Fotografin und ich bin seit 2021 selbstständig hier in Nördlingen mit einem eigenen Studio. Warum habe ich das gemacht letztes Jahr? Ich habe einfach den Impuls für mich gespürt, endlich in die Aktion zu gehen, was Eigenes zu schaffen, eigene Ideen umzusetzen. Im Lockdown 2020 habe ich gemerkt, was im Homeoffice alles möglich ist und welche virtuellen Welten es eigentlich da draußen gibt und was man von zu Hause alles erreichen kann. Ich bin total happy, dass ich mich getraut habe, mutig zu sein, um in diese Selbstständigkeit zu springen, was nicht immer einfach ist, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Beim Angestelltenverhältnis im medizinischen Bereich, im Medizincontrolling und ich habe einfach gemerkt, es passt nicht mehr für mich. Ich habe mich einfach weiterentwickelt und dann habe ich einfach gespürt, beziehungsweise wurde dann auch krank. Also darf ich dazu sagen, es kam eine Krankheit und ich wusste sofort, das Signal überhaupt, das hätte es jetzt überhaupt nicht gebraucht, aber ich habe da direkt gespürt, jetzt ist die Zeit da, mich zu verändern. Eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten gemacht. Danach wusste ich nicht ganz so, ob ich wirklich in dem Beruf bleiben will. Und meine Mama sagt immer, irgendwie wusste ich, dass es dazu kommt, weil ich früher immer Friseurin lernen wollte. Und dann hat mein Mann zu mir gesagt, wenn jetzt nicht, wann dann? Hatte eine ganz, ganz tolle Betreuerin im Arbeitsamt, die so meinte, ey, Sie sind doch der nächste Tamme Hanken. Und habe dann gesagt, okay, und dann, wenn ich der nächste Tamme Hanken bin? Ja, Existenzgründer beantragen. Das habe ich dann gemacht, mit Hilfe von den Aktivsenioren und hätte nie gedacht, dass das durchgeht. Und habe Sonntag meine Prüfung bestanden und Montag begonnen. Ja, wie komme ich dazu? Meine Eltern sind auch Foto- und Videografen und durfte quasi schon von klein auf mit dem Thema mich befassen, durfte auch schon mit auf Hochzeiten da teilweise als Assistent erstmal mithelfen. Da habe ich mein Gewerbe angemeldet. Seitdem
läuft mein Business sozusagen. Ich bin teilselbstständig, ich bin noch im Angestelltenverhältnis. Ja, wie kam es denn dazu? Ich glaube, es kam einfach Schritt für Schritt und dann kamen Leute auf mich zu und haben gemeint, ja, kannst du nicht mal und soll ich hier mal und hier mal einen Vortrag und da mal ein Coaching. Und so hat sich das irgendwie entwickelt und dann hat sich das ja immer mehr entwickelt, sodass ich sagen kann, ich kann jetzt in meinem Angestelltenverhältnis auch zurücktreten und mich da kreativ in meiner Selbstständigkeit ausleben. Ganz ehrlich, eine spontane Sache, weil ich Rechnungen schreiben musste und dann musste kurzerhand das Unternehmen angemeldet werden. Und jetzt ist es mein Ziel, eben im Weinbereich, Weinberatung zu wachsen. Ja, auch das hat sich einfach so durchs Universum, sage ich mal, ergeben. Ich war eigentlich immer an meiner Arbeit gesessen und habe mir gedacht, nee, da ist noch mehr, das kann noch nicht alles sein. Da ist noch viel mehr Potenzial drin. Und ich bin dann schwanger geworden mit meiner ersten Tochter, habe da schon mit Instagram angefangen gehabt und dann ist es immer mehr geworden. Ich habe damals einmal am Tag was postet und dann hat sich so das mit in den Müttern ergeben, dass ich da in den Austausch komme. Und dadurch hat sich so ein Mama-Blog ergeben und dass das jetzt so ein Business-Thema wird und so richtig wirklich auf Frauen ausgelegt ist, die auch in die Unabhängigkeit wollen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber so war ungefähr der Weg, ja. Mehr Gründer sich auch treffen und sich vernetzen, desto mehr kann das sich noch entwickeln und kann auch die Angst genommen werden, ne? Weil das ist ja auch ein Punkt, vor denen viele Gründer stehen und auch ich gestanden bin, so Gott, was kommt jetzt da auf mich zu? Das ist alles neu, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Das muss ich sagen, das war bei mir sehr, sehr schlimm, dass ich da wirklich aus sämtlichen Ecken mir die Infos herholen musste und aber immer noch nicht sicher bin, ob ich es auch gut mache oder ob ich alles richtig mache. Auch weil ich gar nicht mal so genau weiß, wo gehe ich als erstes hin, wen frage ich als erstes, wie schreibe ich eine Rechnung. Also so diese ganz basic Sachen, die aber eigentlich jeder braucht und über die, egal in welchem Bereich er gründet, auch jeder drüber stolpert irgendwann mal. Dafür ist sowas wie dieses Coworking gut, weil da viele Leute mit demselben Spirit quasi auf einem Raum sitzen, die sich dann gegenseitig weiterhelfen können, weil... Ja, was ist dann? Am Ende des Tages gibt es jetzt halt ein Coworking. Ja. Nicht nur im Business-Kontext, sondern natürlich dann auch immer auf menschlicher Ebene. Auch ein Ort ist, wo man sich austauschen kann, sich vernetzen kann und sich gegenseitig inspirieren kann. Also ich muss sagen, mit dem Cultwork hat sich da auf jeden Fall was getan. Es gibt jetzt ja schon mal einen Coworking-Space, das ist schon mal nicht schlecht. Und ich würde sagen, die sind alle sehr offen, die Türen stehen offen. Aber man muss natürlich auch viel tun und am Ende muss man halt auch selber an sich glauben und an sich arbeiten und für sich einstehen, dass es auch was wird. Weil man hat natürlich schon auch immer noch ein bisschen so die eigenbrüderische Meinung im Ries. Verrückt ist oder nicht oder eine gute Idee war, das stellt sich noch raus, aber... Einfach auch hier im Ries ein Zeichen setzen, dass man auch viele verrückte Träume haben kann und dafür nicht in der großen Stadt sein muss. Und auch hier arbeiten im Ries. Weil daheim ist daheim. Gerade in der Ries-Kultur ist es ja so, ne, wir sind noch eine von dem harten Schlag sozusagen und da darf auch ganz viel jetzt auch Leichtigkeit rein. Ich mag die Menschen, ich mag die Kultur hier, das Ries, den Kessel einfach. Ich liebe die Stadt Nördlingen, also für mich stand es nie zur Frage, irgendwo anders hinzugehen. Ich komme aus Merzingen, aus einem klitzekleinen Dorf hier im Ries, war 20 Jahre lang weg. Unter anderem 9 Jahre in Australien und bin jetzt seit 2016 wieder hier. Hab hier meinen Partner und mein Lebensmittelpunkt ist einfach das Ries und darum hier. Für die Zukunft, für die Gründer, ich glaube, mehr mutige Menschen, die ihre Träume verwirklichen, das wünsche ich mir. Die den Mut haben und dann auch die gleiche Unterstützung, die ich bekommen habe. Dass sich ganz viele Rohdiamanten auch zeigen und vor allem auch für Nördlingen, für das Ries, dass sich da noch ganz viel tut. Würde ich mir wünschen, dass mehr Frauen gründen, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen zu gründen, dass wir mehr Power zeigen und was in uns steckt. Das würde mich sehr freuen, ja. Hier bei so Netzwerktreffen, wenn noch mehr weibliche Gründerinnen hier im Ries einfach ja, sich trauen, mutig sind, in den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Es wird jetzt auch moderner, es kommt wieder mehr dazu
Und da gibt es jetzt einfach Raum für Gründung. Und das finde ich super spannend. Was ich mir wünschen würde hier im Ries, ist, dass wir noch viel mehr uns netzwerken, noch viel mehr Kontakte zueinander knüpfen, dass wir noch viel mehr Hand in Hand arbeiten. Jeder von uns hat irgendeinen Traum, jeder von uns hat eine Vision und jeder von uns hat eine großartige Idee, die es umzusetzen gilt. Und es wäre doch grandios, wenn wir alle miteinander das anpacken könnten. Du schaust mir wieder an und fragst mir was. Was, wenn ich wieder denk, dass gar nichts passt? Die Pose drückt schon wieder den derbsten Bass. Komm und leg dich an mit den Ängsten deiner Träume. Doch lass mich ran, was dich down macht, denk an heute. Denn seh dich an, du bist viel mehr als die meisten. Wir sind high und dann auf Drogen, heute schon zweimal abgehoben. Props in dich. Du bist alles, was ich hab. Du bist alles, was ich will. Props an dich. Du bist alles.